Ja, dann gehen wir weiter. Und zwar, jetzt wissen wir mehr zu Intel Arc Battle Mage. Also das ist die neue Grafikkartengeneration von Intel. Ja. Und sie versprechen zumindest, ich meine, so sagen wir mal, sie versprechen, dass du für 449 US-Dollar Grafikleistung von einer RTX 480 von Nvidia bekommen solltest. Was nicht schlecht wäre. Das wäre die Hälfte vom Preis von der 4070 Ti. Die kostet 890 im Moment. Intel, unser Ankündigungsweltmeister. Ich weiß es nicht, ich bin gespannt, was sie tatsächlich vorstellen, weil sie seien ja auch noch Alchemist Plus oder Alchemist, was es halt dann auch immer war. Ich glaube, die haben beide gehabt, nein, Alchemist Plus. Sie seien nicht dran geblieben, sie haben ja sogar die Treiber nachgebessert. Ja. Also sie aufgeben haben sie nicht. Also es ist eigentlich arg, dass man jetzt schon fast auf Intel hoffen muss, dass denen was gelingt, dass die Preise vielleicht wieder halbwegs normal für alle wären. Also Intel ist jetzt die Hoffnung, wo man sich früher gedacht hat, okay, die haben die Preise in die Höhe getrieben. Ja, und im Prozessormarkt war AMD die Hoffnung, dass sie Intel endlich einmal die Stirn bieten. Und im Grafikkartenbereich wartet man jetzt auf Intel, dass Nvidia und AMD von ihrer komischen Preisdiktatur wieder runtergehen. So verrückt ist die Welt, Ja, ha? das ist echt unglaublich, ja. Aber wie gesagt, bei Intel bin ich, sagen wir so, seit 2, 3 Jahren relativ vorsichtig. Die müssen endlich einmal was liefern. Und sie bieten, ihre ARC-Sachen sind nicht schlecht. Sie sind vergleichsweise flott. Sie haben Na, es halt ist ein halt. extremes Problem mit den Treibern. Sie bringen nicht die Ja, Leistung das aus der dauert. Karte außer. Die Ja. Spiele unterstützen es teilweise nicht, teilweise schlecht, teilweise sehr gut. Da kann aber, das Problem ist, dass da kann teilweise halt Intel leider auch nichts dafür, weil gerade bei älteren Spielen, weißt du, die sind natürlich nie für so eine Grafikkarte optimiert worden, was die gar nicht gegeben hat. Ja, da hat halt Intel das Ja, Problem, von klar. dem Intel früher so profitiert hat, nämlich Ja, dass richtig, Software für genau. die Intel-Architektur, für die Richtig. Intel-Prozessoren ausgelegt war und nicht für die Ja, AMD-Prozessoren. richtig, das hat Ja. jetzt quasi, hat es da Intel auch. Scheiße, gell? Ja, was ich aber trotzdem, ich finde es bemerkenswert, weil sie haben wirklich nachgepatcht. Also sie haben diese Treiber regelmäßig geupdatet. Ja, wäre da Und gut sie sein, haben einen einen. Grafikkartentreiber abzudaten. Hallo, von AMD kriege ich einmal ins Monat an. Nein, aber sie haben auch mehr Performance aus der Karte und ein paar Titel, die vorher gar nicht gelaufen seien oder schlecht, haben sie dann wirklich hingebracht. Also das muss man sie ja lassen, weil sie hätten es einstellen können. So, und das ist ja die Intel Arc A77 ist ja nicht schlecht für das, was du dafür zahlst. Und auch die A57 mit 250 Euro ist durchaus eine Grafikkarte, mit der du eigentlich moderne Spiele spielen kannst. Für Full HD, total, also keine schlechte Karte. Schauen wir uns mal an, was hat so eine ARC gegen eine RX 6600, wie ich sie gerade verbaut habe. Ja, ist prinzipiell etwas flotter als die, was ich verbaut habe. Ja, also nein, sie haben wirklich, sie liefern echt ein solides Produkt ab. Das muss man sein lassen. Und im Vergleich zu 7700er. Ja, das sind auch nur ein paar Prozent Unterschied, zumindest von Eben, und das musst du jetzt denken. Ich meine, du hast jetzt sogar, vergleich einmal die 750. Weil das ist 57. ja, das ist ja die, das ist das Einstiegsmodell, Ja. das ist ja unter Anführungszeichen. Ja, mache ich das nochmal mit der 6600er, wie ich sie habe. Ja, bisschen schneller, ja. Ja, das ist für 250 neu. Also das ist ja das, wo du sagen musst, das ist so verblüffend. Das ist dann schon nicht Ja schlecht. gut, meine hat alle knapp 220 gekostet, die 6600er, glaube ich. Also es ist jetzt nicht so schlimm. Ist aber ich mein, damit ist ja ein älteres Modell dann Ja, schon ist ein gewesen. älteres Das Modell gewesen, ja. ist ja wirklich jetzt neu. Und da muss ich sagen, ja, das ist von Intel, ja, das ist okay. Ja. Also das passt, Na, kann man arbeiten damit. ist wünschenswert, dass da der Grafikkartenmarkt,
Wenn man denkt, wie war es denn da in den 90er Jahren? Da haben sich, da waren, da hat es gegeben 3DFX mit den Grafikkartenbeschleuniger, da hat Matrox eigene Grafikkarten gemacht, da hat Riva TNT, also Vorgänger von Nvidia, eigene Grafikkarten gehabt, da hast du ATI gehabt mit eigenen Grafikkarten. Da hat es mehrere Dritthersteller gegeben, die von den anderen die Grafikchips gekauft haben. So wie es jetzt Reseller für die Grafikkarten gibt, aber die machen ja nichts, die haben nur das Lüftungsdesign ändern. Die haben wirklich Chips gekauft, draufgetan und mehr Speicherung geplant über Tag. Da war viel mehr Power drin. Es hat Konkurrenz, es hat Ja. einfach Konkurrenz gegeben, Wie weil hat Prozessoren und Grafikchips gebaut, waren immer scheiß langsam, aber ja, hat es gegeben. Da AMD war da, Nvidia ist später gekommen, da war viel. Also richtig, nicht AMD, ATI, Entschuldigung, damals war es noch ATI. deshalb würde ich wirklich hoffen, ich gönne es ja da in dem Fall Intel wirklich, dass die Grafikkarte, was sie bringen, dass die wirklich auf RT, auf der 4, auf 40, 80er Niveau wäre, um der Hälfte vom Preis. Ja. Also selbst wenn es auf 40, 70er Niveau ist, ist es nach wie vor genial. Na eh. Weil es reicht fürs Gaming vollkommen aus. Vollkommen ausreichend, ja. Solange du nicht 4K spielen willst, okay, das schafft wahrscheinlich im Moment leider die 4090. Und solange du kein Raytracing machen willst, wahrscheinlich. Ja, das ist vielleicht auch noch eine Sache, aber sage ich, für Full HD, glaube ich, ist vollkommen ausreichend, wahrscheinlich sogar für 1440p. Ja, wenn du Raytracing oder sowas haben willst, führt kein Weg an die Nvidia vorbei. Das kannst du mit AMD kannst du das vergessen, weil Ja, es das ist absolut richtig. nicht gescheit performt. Ich habe es probiert beim Witcher. Halbiert die Framerate in 2K mal komplett. Also statt 60 Bildern Ja, mit da V-Sync musst habe ich. wahrscheinlich auf Full, da musst wahrscheinlich auf Full HD hintergehen. Ja, na, selbst dann war es nicht wirklich Echt? spielbar. Zwischen 28 und 32 Bilder pro Sekunde. Mit Okay, das ist wenig. Drops Richtung 15 Frames. Also, Vor allem, wir reden jetzt vom Witcher, das gell? Spiel ist Das ist alt, ja. jetzt, ja, also das ist jetzt Ja. ein, ja, ich sag, in diese Dimensionen kimmst du um die 4090er nicht Na eh. herum dann. Aber die Frage ist halt, ja, ich finde, wer, ich meine, 4K Gaming PC kostet dir Vermögen. Ja, das stimmt. Also das ist, da kaufen andere wahrscheinlich auch Auto davon. Da gebraucht es schon, ja. Ja, meine, ja, natürlich kein neues, aber da kriegst du auch Auto dafür. Ja.